1993 wurde bei Bauarbeiten in Groß-Umstadt das unberührte Grab eines fränkischen Kriegers gefunden. Es wurde auf den Übergang von der Merowinger- zur Karolingerzeit datiert und enthielt bemerkenswerte Beigaben wie Schwert, Beil, Messer und Schild sowie eine Nähnadel. Der Name des Kriegers, der mit etwa 35 Jahren verstarb, ist nicht überliefert. Doch war er auf jeden Fall von höherem Stand. Nicht weit davon entfernt fand man ein geplündertes Doppelgrab, wo ein Mann und eine Frau bestattet waren. Zurückgelassen hatten die Räuber diese Kreuzfibel, die neben dem Haupt der Frau lag und diese als Christin auswies. Groß-Umstadt, 734 als Audmundistat erstmals erwähnt, war im Frühmittelalter offenbar eine größere Siedlung und besaß schon eine Kirche. Einen Einblick in die Epoche des fränkischen Kriegers, nennen wir ihn Faramund, soll die folgende Geschichte geben. Zur Zeit, als die Franken Süddeutschland beherrschten, lebte in Audmundistat ein junger Gutsherr. Seit dem Tod seines Vaters unterstand ihm die Siedlung am Rande des Odenwalds und er bemühte sich nach Kräften, sie umsichtig und gewinnbringend zu leiten. Faramund war bekannt dafür, einen eigenen Kopf zu haben und trug sein Haar nach wie vor lang, obwohl es schon längst nicht mehr Mode war. Da er noch kein Weib hatte, galt seine ganze Liebe und Sorge seiner jüngeren Schwester Faralda. Nicht nur für ihn war sie das schönste Mädchen unter Gottes Sonne. Viele reiche Freier hatten sich schon eingefunden und manch nützliche Verbindung in Aussicht gestellt. Faramund aber konnte Faralda keine Bitte abschlagen und sie trug sich schon länger mit dem Gedanken, ihr Leben Gott zu weihen und in ein Kloster einzutreten. Dies änderte sich jedoch, als ein neuer Knecht sich bei Faramund verdingte. Kaum hatte Faralda ihn gesehen, war es um sie geschehen. Und sie brachte fortan mehr Zeit damit zu, Dietwulf bei der Arbeit zu beobachten, als in der Kirche beim Gebet. Auch der junge Knecht hatte sich in die reizende Jungfrau verliebt, obwohl sie von höherem Stand war als er. Und da Faramund seiner Schwester noch nie eine Bitte abgeschlagen hatte, wagte sie ihn um seine Einwilligung in eine Heirat zu bitten. Faramund stand wie vom Donner gerührt. Dann entlud sich ein Zorngewitter über das Mädchen. »An einen hergelaufenen, mittellosen Bauern willst du dich verschwenden, nachdem du die edelsten Krieger der ganzen Gegend abgewiesen hast? Eher schicke ich dich noch morgen früh in ein Kloster.« Faralda rannte weinend hinaus. Faramund aber hatte noch lange mit seiner Wut und Eifersucht zu kämpfen. Als er sich am nächsten Morgen beruhigt hatte und noch einmal mit seiner Schwester sprechen wollte, fand er ihre Bettstatt unberührt. Sie und Dietwulf waren noch in derselben Nacht entflohen. Rasend vor Zorn sandte er Leute auf den schnellsten Pferden aus und noch am selben Abend schleppte man die Flüchtigen gefangen zurück. Faramund maß Faralda mit starrem Blick und sagte, »Ganz gleich, um was du mich jetzt bitten wirst, ich schwöre bei Gott und allen Heiligen, dass ich es dir nicht erfülle.« Das Mädchen senkte ergeben die Augen, doch plötzlich richtete sie sich auf und erwiderte, »Dann bitte ich dich darum, uns zu bestrafen und uns nicht Mann und Frau werden zu lassen.« Später überlegte Faramund, ob nicht Gott selbst Faralda diese Worte eingegeben hatte. Zur Hochzeit schenkte er ihr eine Kreuzfibel aus Bronze und Dietwulf ein gutes Kurzschwert, um sie zu beschützen. Ihr Glück währte jedoch nicht lange. Der Winter war besonders feucht und sowohl Dietwulf als auch Faralda erlagen einem Fieber, das viele Menschen in Audmundistat dahinraffte.
Pfarramund ließ die beiden in einem gemeinsamen Grab bestatten, damit sie im Tode länger vereint seien als im Leben. Die Kreuzfibel sollte sie im Jenseits an ihn erinnern, denn obwohl er Christ war, hing er an der alten Tradition von Grabbeigaben. Er selbst überlebte die beiden nur um ein Jahr. Pfarramund erlag nach einem Jagdunfall seinen Verletzungen und wurde mit allen Ehren auf dem Gräberfeld beigesetzt.